deutschen Schulen und die waren einfach ein bisschen strenger und haben gesagt, ja, nee, wir würden uns freuen, wenn sie am Unterricht teilnehmen würden. Aber sie konnten einfach nicht. Und allein, also ich kenne meine Klasse und ich sage allein, dass sie auch sich dafür einsetzen wollen würden, nur halt nicht die Gelegenheit haben immer. Und wir wollen endlich Mitspracherecht haben. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gerätst du. Viele von euch kennen vielleicht dieses Zitat. Und oft als junger Mensch, da wird man ja oft belächelt. Wenn man mit den Eltern redet, dann heißt es sowas wie, werd das mal erwachsen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir können nicht warten. Wir können nicht warten, bis wir unseren Abschluss haben, sondern wir müssen jetzt handeln. Klimakrise nimmt immer weiter zu und schon jetzt sind wir bei 1 Grad. Deshalb müssen wir jetzt für eine bessere Zukunft einstehen. Zusammen müssen wir jetzt Klimaschutz machen. Ganz klar, was wir halt fordern, ist an erster Stelle natürlich den Kohleausstieg bis spätestens 2030, damit das Pariser Klimaeinkommen von 2015 eingehalten werden kann, dass die Klimaerwärmung nicht über 1,5 Grad geht. Aber neben dem, was die Kohlekommission jetzt versagt hat, wollen wir natürlich auch das Thema Klimagerechtigkeit in die Öffentlichkeit rücken, weil einfach die Menschen im globalen Süden von unserem Handeln, von unserer Klimapolitik hier im Westen betroffen sind und eigentlich den wirklichen Schaden tragen müssen. Also, das GKM in Mannheim sollte frühestmöglich abgeschalten werden. Das ist eine riesige Dreckschleuder. Da kommt Kohle, die nicht mal mehr aus Deutschland kommen, sondern die aus irgendwelchen anderen Ländern importiert wird. Die CO2-Bilanz möchte man sich am liebsten gar nicht anschauen davon. Die Dinger werden hierher transportiert in Schiffen. Die Kohle kommt aus Südamerika, wo die Leute unter schlimmsten Bedingungen arbeiten müssen, wo es Kinderarbeit gibt. Am besten schnellstmöglich abstellen. Nochmal kurz zu Greta Thunberg, ist jetzt sehr berühmt geworden. Warum ist sie jetzt so ein Symbol für die Proteste geworden und warum hauen jetzt alle Rechten irgendwie auch auf sie ein? Ja, zum einen ist es natürlich, also denke ich, weil sie eine sehr junge Person ist, sehr junges Mädchen, die es durchgezogen hat, jeden Freitag die Schule quasi zu schwänzen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, die sich vor das Parlament in Schweden gestellt hat, um dort zu demonstrieren. Und sie ist so ein Symbol geworden, weil sie einfach eine ganz junge Person ist, die das in Fokus rückt. Sie hat diese unglaubliche Rede gehalten, die total viral gegangen ist und hat damit so angefangen, auch dieses Klimastreiks, dieses Fridays for Future. Und deswegen ist es so eine Symbolfigur geworden für diese Bewegung. Genau. Und warum die Rechten so auf sie einhauen, ich denke, es ist ganz klar, sie haben Angst, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen, weil es sind ganz viele Klimaleugner. Sie merken, sie haben selber keinen Plan, auch wenn sie es akzeptieren würden, dass es den Klimawandel gibt. Sie haben keinen Plan, was sie dagegen tun soll. Sie haben kein Konzept, wie bei vielen anderen Dachten. Es ist einfach populistisch, was sie sagen. Und sie haben Angst, dass so eine junge Person die Leute dazu bringt, sich damit zu beschäftigen und auch rechte Wähler dazu bringt, darüber nachzudenken. Und davor, denke ich, haben die Rechten, AfD und wie sie alle heißen, ziemlich große Angst, dass die Leute sich plötzlich informieren.